Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts zum Thema Kuba. Das ist, ja, ihr hört richtig, die erste Folge, obwohl im Feed bereits eine Folge vorhanden ist. Das jedoch war die nullte Folge. Das war quasi einfach nur ein ja, Testballon. Ich wollte einfach mal testen, wie es so geht. Und ja, jetzt, ein paar Wochen später, habe ich mir überlegt, die jeweiligen Folgen kann man, denke ich, erweitern. Ursprünglich war es ja gedacht, einfach nur die jeweiligen Monate nochmal zu beleuchten, welche Inhalte, welche News ja in den Medien verkündet wurden. Doch ja, wie gesagt, ich habe es jetzt erweitert, nämlich darum, dass ich ja weitere Schwerpunkte zu jeder Folge sozusagen beleuchte. Und in der heutigen Folge, im Monat Mai, soll es um das Thema ganz allgemein Kuba gehen. Doch bevor wir damit anfangen, schauen wir uns erstmal an, was im Mai alles passiert ist. Ja, der 1. Mai. 800.000 Teilnehmer nahmen an der Mai-Demonstration in Havanna statt oder teil. Das Motto lautete: Unsere Stärke ist die Einheit. Aber nicht nur da gingen die Leute auf die Straße, auch in anderen Städten war es der Fall. In Santiago de Cuba zum Beispiel waren es auch 300.000. In Camagüey waren es 215.000, 200.000 waren es in Las Tunas und 280.000 in Holguín. Ja, weitere Nachricht, ein weiterer Punkt. Google nimmt eigenen Cache-Server auf Kuba in Betrieb. Das hatte ich bereits in der 0. Folge mal erwähnt, aber ich habe es jetzt trotzdem nochmal reingenommen, weil es nun mal zum Mai gehört. Ja, schlussendlich erlaubt es letztendlich nur, dass Webinhalte lokal zwischenzuspeichern oder dass diese Webinhalte lokal zwischengespeichert werden und dadurch die Latenzzeit und die Geschwindigkeit verbessert wird. Darüber hinaus wurden jetzt bereits 350 öffentliche Wi-Fi-Hotspots in Kuba eingerichtet, Tendenz steigend. Weiterhin, Russland liefert wieder Öl nach Kuba. Erstmals seit Ende des Kalten Krieges wurden wieder größere Mengen Öl nach Kuba geliefert. Die erste Lieferung beläuft sich auf 249.000 Barrel Öl und Dieselkraftstoff. Neuer Lebensmittelmarkt für Kassawbetreiber in Trinidad. Der Mercado Austral Trinidad wurde für die Kassawbetreiber, also Privatvermietungen sozusagen, eröffnet, um den staatlichen Einzelhandel für die Bevölkerung zu entlasten. Ja, ähnliche Projekte wurden bereits in Havanna, Santiago und Villa Clara umgesetzt. Bisher kauften mehr als 3.000 Kassawbetreiber beim staatlichen Einzelhandel, wodurch die Versorgung für die Bevölkerung wiederum nicht mehr gesichert war. Aktionswoche gegen Homo- und Transphobie in Kuba. Die 10. Aktionswoche gegen Homo- und Transphobie fand in Havanna statt. Veranstalter war das 1989 gegründete Institut für Sexualforschung. Schwerpunkt in diesem Jahr war die Situation in den Schulen. Zentralkomitee beschließt wichtige Reformdokumente und Entwicklungsplan bis 2030, damit der Weg frei ist für eine Ratifizierung durch das Parlament. Die Dokumente beinhalten die weiterhin gemischte Wirtschaft, die Entwicklung der Sozialsysteme und der Landwirtschaft sowie die Energiewende zur erneuerbaren Energie, die Dezentralisierung des politischen Systems sowie die Stärkung von Transparenz in den Medien. Neue Sammeltaxis. Ja, neue die sich Taxi Roteros nennen, sollen die Transportsituation in Havanna verbessern. Das sorgt natürlich auch für Konkurrenz bei den privaten Dienstleistern, denn die Taxis fahren entlang der Buslinie und kosten je Zwischenhalt 5 Peso, also normale kubanische Peso. Deutsche Sparkassen schulen ihre kubanischen Kollegen. Denn ja, die Deutsche Sparkassenstiftung beteiligt sich derzeit an einem Projekt zur Förderung von Kleinkrediten auf Kuba. Neben Planspielen und Schulungen geht es dabei auch um den Austausch der Erfahrungen, welche ostdeutsche Sparkassen im Zuge der deutschen Wiedervereinigung gemacht haben. Raúl Castro äußerte sich zu Trump.
Der US-Präsident äußerte sich mit den Worten: Grausamer Despotismus kann die Flamme der Freiheit in den Herzen der Kubaner nicht auslöschen. Und ungerechte Verfolgung kann ihre Träume nicht ändern, ihre Kinder frei von Unterdrückung zu sehen. Das kubanische Volk verdient eine Regierung, die demokratische Werte sowie wirtschaftliche, religiöse und Menschenrechte respektiert. Und meine Regierung ist entschlossen, diese Vision zu gestalten. Castro antwortete in einer Sendung im kubanischen Fernseher. Er bezeichnete Trumps Äußerung als imperiale Geißelung. Sogar die US-Regierung sei sich bewusst, wie widersprüchlich und ungeschickt die Aussage des zum Präsidenten gewählten Millionärmagnaten sowohl in Fragen der Außen- und Innenpolitik sind. Die Großbotschaft und ihre Aussage über politische und ökonomische Freiheiten auf dem Inselstaat seien lächerlich und Trump sei ein schlecht beratener Präsident. Hunderttausende ohne Wasser in Havanna aufgrund von Rohrbruch. Betroffen sind die Stadtteile Vieja, Centro Havana, Plaza, Cerro und 10 de Octubre. Die kubanischen Medien berichten, es sei der schwerste Zwischenfall der letzten 20 Jahre. Insgesamt sind mehr als 850.000 Menschen von der Havarie betroffen. Nochmal Trump. Die interne Überprüfung der Kuba-Politik Washingtons nähern sich dem Ende. Eine teilweise Rücknahme der Lockerung unter Obama könnte erfolgen. Und eine letzte Nachricht. Erster Samsung-Store in Kuba. Dieser befindet sich in Havanna. Zur Auswahl stehen Produkte aus dem aktuellen Portfolio, also von Handys über Tablets und Fernseher bis hin zu Kühlschränke und Klimaanlagen und Waschmaschinen. Alles dabei. Das soll es erstmal sein mit den Nachrichten für diesen Monat. Das ist sozusagen passiert. Jetzt schauen wir uns an, wie Kuba aufgebaut ist, beziehungsweise ein paar Eckdaten zum Thema Kuba ganz allgemein. Der Schwerpunkt also Kuba. Ein Inselstaat in der Karibik. Die Hauptstadt ist Havanna. Kuba hat ca. 11 Millionen Einwohner auf ca. 109.000 Quadratkilometer. Die Amtssprache ist Spanisch. Es gibt ein Zwei-Währungssystem, soll heißen, es gibt den kubanischen Peso, kurz CUP, und den konvertiblen Peso, kurz CUC. Der Präsident und Regierungschef ist Raúl Castro seit dem 24. Februar 2008. Die Staatsform ist eine sozialistische Republik bzw. ein bürokratisch-autoritärer Staat gemäß der marxistisch-leninistischen Ideologie. Es gibt 15 Provinzen sowie ein Sonderverwaltungsgebiet. Die Provinzen sind Pinal del Río, Artemisa, La Habana, Mayabay, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo und das Sonderverwaltungsgebiet ist Isla de la Juventud. Höchster Berg ist der Pico Turquino mit 1974 Meter in der Gebirgsregion Sierra Maestra. Hier befand sich das Lager der Rebellenarmee im Guerillakampf gegen das Batista-Regime unter der Führung von Fidel Castro. Die Revolution war 1959, das soll heißen, die Revolutionäre unter der Führung von Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos und Ernesto Guevara stürzten den Diktator Fulgencio Batista. Die Folge der Errichtung eines sozialen Staates, welcher mit Enteignung von US-Firmen und US-Bürger verbunden war, war das Embargo der USA. Und noch heute kämpft Kuba mit den Einschränkungen. Das sozusagen kurz die Eckdaten zu Kuba. Ich werde in den nächsten Folgen nochmal expliziter auf einige Dinge eingehen. Ich habe noch einige Ideen,
sowie ja, zu Rubriken, die vielleicht umgesetzt werden könnten. Das muss ich nochmal testen, muss ich mir mal anschauen. Das werden wir dann nochmal sehen. Ich ja, bedanke mich fürs Reinhören. Gebt mir gerne Feedback, auch meinetwegen schlechtes. Und auch daraus kann man lernen, beziehungsweise gerade daraus kann man lernen. Ja, schreibt mir iTunes-Rezension, denn dadurch werde ich gepusht und dadurch sieht man mich ganz einfach schneller im ja, Suchalgorithmus. Ja, dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Kurzer Nachtrag, wer sich gewundert hat, was das für ein Lärm im Hintergrund war. Nun, ich habe zwei Katzen und die jagen sich ganz gern. Wie dem auch sei, ja, nochmal danke fürs Reinhören. Denkt an die Rezension. Ich würde mich sehr darüber freuen. Schreibt mir eine E-Mail an info@ilovekuba.de. Besucht doch meine Internetseite ilovekuba.de beziehungsweise auch meine Instagram-Seite. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.